Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Need for Speed Heat. Ja, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr unendlich Reputationspunkte hier sammeln könnt. Ja, und zwar ist das Ganze ganz einfach. Ihr müsst in Palm City zu diesem Raceway fahren. Ja, und das Ganze natürlich in der Nacht. Ja, am Tag, da habe ich ein Video gemacht. Auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wie ihr richtig viel Kohle machen könnt. Ja, und in diesem Video zeige ich euch in der Nacht, wie ihr hier die Reputationspunkte sammeln könnt. Ja, das Ganze geht nur in der Nacht. Ja, und das Ganze ist ganz einfach. Jetzt sind wir hier auf dem Raceway. Da vorne ist so eine Sprungschanze. Da einfach rüberspringen. Jawohl. Und ihr seht, oben dieses Heat Level ist jetzt derzeit noch auf 0. Ja, und wenn ihr da immer wieder rüberspringt, dann steigt dieses Heat Level. Ja, und umso höher das Heat Level, umso schwerer ist es auch von den Cops abzuhauen. Aber das Ganze habt ihr hier nicht, ja. Ja, ihr habt hier fast gar keine Probleme mit den Cops. Ihr könnt richtig viel Reputationspunkte hier sammeln. Ja, einfach wieder darüber springen. Immer wieder einfach um Kreis fahren in diesem Speedway. Immer gib in Kante, da wieder drüber hinweg. Ja, und jetzt sind wir fast bei Stufe 1. Ja, das Ganze geht hier ziemlich schnell voran. Ja, wir fahren hier mit dem Mercedes-Benz AMG. Mit diesem Auto habe ich auch diesen Geldtrick gezeigt hier auf meinem YouTube-Kanal. Und jetzt kommt halt dieses Video hier mit diese Reputationspunkte, was euer Ansehen hier in der Racer-Szene verbessert bei Need for Speed Heat. Ja, jetzt haben wir hier schon Heat Level Nummer 1 erreicht. So, wieder ein Sprung. Da haben wir Level 2 jetzt dieses Heat Level erreicht und immer so weiter. So, jetzt kommen wir gleich hier nochmal auf die Sprungschanze. Jawohl! Und da haben wir jetzt hier Heat Level Nummer 3 erreicht. Ja, umso mehr Punkte. Es ist auch Wahnsinn. Am Ende vom Video zeige ich euch noch, wie viel Autos ihr überhaupt gewinnen können. Das ist absolute Wahnsinn. Jetzt hat hier so eine kleine Verfolgungsjagd stattgefunden. Ja, aber wenn die Cops dran sind, das Ganze zeige ich euch mal jetzt hier. Einfach über die Sprungschanze gleich nochmal rüberspringen. Dann passt mal auf, was da gleich passiert. So, jetzt springen wir hier rüber. Und da. Ja, das war's. Also, so leicht könnt ihr hier die Cops bei Need for Speed Heat abschütteln. Es ist mega einfach und absolut empfehlenswert. Ja, und dann gebe ich noch einen kleinen Tipp. Es könnte eventuell sein, dass dieser Glitch oder dieser Geldtrick sozusagen demnächst irgendwie gepatcht wird. Ja, also Leute, haltet euch ran, verbreitet dieses Video und sammelt Reputationspunkte. Die sind ganz wichtig bei Need for Speed Heat. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon hier Heat Level Nummer 4 erreicht. Ja, also unbedingt diesen Trick machen, wenn ihr hier diese Punkte sammeln wollt, bevor das Ganze gepatcht wird. Ja, wirklich dranhalten. Wer weiß, wie lange das noch funktioniert. Ist nur so eine Vermutung, dass vielleicht irgendwann dem nächsten Update rauskommt und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Aber zurzeit, liebe Leute, funktioniert das Ganze und ich zeige euch hier, wie leicht das ist. Ja, jetzt sind wir hier schon wieder am Kommen hier. Also mega leicht natürlich. Heat Level Nummer 4. Und jetzt springen wir noch einmal rüber und jawohl, jetzt haben wir Heat Level Nummer 5 erreicht. Das größte Heat Level, was man hier bei Need for Speed Heat erreichen kann.
Ja, also ihr habt gesehen, wie leicht es ist, liebe Leute. Probiert diesen Trick aus. So, dann werden wir mal eine Garage fahren. Die ist hier auch gleich in der Nähe. So, ich zeige euch nochmal was hier ganz kurz. So, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel X drückt, das weiß ja jeder, dann zündet ihr den Nitro. Aber wie ihr von den Cops noch entkommen könnt, ist zum Beispiel L1 drücken und Viereck. Dann schaltet ihr den Motor ab. Ja, ist auch interessant, unter Brücken sich so zu verstecken. Einfach Motor abschalten. Und so kann man auch die Cops abschütteln. Oder auf ein Parkdeck springen, ist auch ein guter Trick. Oder so am Wasser ranfahren, dass die Cops im Wasser reinfallen. Auch ein guter Trick. Oder halt diese Sprungschancen. Auch ein wirklich guter Trick, um den Cops hier bei Need for Speed zu entkommen. Ja, und jetzt gibt es mega viel Reputationspunkte. Also das Ganze hat sich wirklich mega gelohnt. Schaut mal an, wie man hier im Level so schnell aufsteigen kann. Ja, eigentlich vom Prinzip der absolute Wahnsinn hier bei Need for Speed Heat. Ja, und das Ganze hatte ich ja erwähnt. Man kann jetzt hier natürlich dann auch, weil man ja so viele Punkte gesammelt hat, mega viele Autos freischalten. Ja, schaut mal her, was man hier alles für super Wagen bei Need for Speed Heat hier freischalten kann. Ja, und wenn ihr Kohle braucht, um diese Autos dann zu kaufen, schaut mein anderes YouTube-Video, wie man Geld machen kann. Das muss man allerdings am Tag machen. Und in diesem Video hier in der Nacht sammelt man halt diese Reputationspunkte, um das Ansehen in der Racer-Szene hochzusteigern sozusagen. Ja, und man schaltet auch noch Tuning-Teile oder irgendwie besondere Rennen frei dadurch natürlich. Ja, auf jeden Fall mega zu empfehlen, dieser Trick hier bei Need for Speed Heat. Ja, und es sind einige coole Fahrzeuge auf jeden Fall mit dabei. Hier ein Mercedes AMG G63 auch mit dabei bei Need for Speed Heat. Da Mercedes AMG GT. Ja, der C63 ist ja auch mit am Start. Ja, auf jeden Fall coole Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch hier einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch weiterhin viel Spaß bei Need for Speed Heat.